Heute bringt ein junger Mann seine 28-jährige Freundin in die Klinik, weil sein Heiratsantrag schiefgelaufen ist. Anstatt am Finger steckt der Ring seiner Angebeteten im Hals fest. So, mal eins, zwei. Ja, wir kommen. Könnt ihr mal mit nach vorne kommen? Was ist denn los? Guten Tag. Los. Sie kriegt gerade einen Ringverschluss. Ja, komm mal mit nach hinten. Vor 10 Minuten. Setzen Sie sich erstmal. Setzen Sie sich. Du hast den Ring verschluckt? Alles ist schiefgegangen. Ich hab uns ein Abendessen gemacht. Ich wollte sie überraschen und ihren Heiratsantrag machen. Und hab sie einen Ring in Sektglas getan und sie hat es nicht gesehen und sie hat ihn einfach geschluckt. Ja. Und dann seitdem ist sie am Husten röcheln und ich bin ins Auto ganz und hierher. Ganz ruhig mal atmen. Ganz ruhig mal durch die Nase. Okay, helfen Sie. Durch die Nase atmen. Ganz, ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Wenn sie keine ganz Panik. Ruhig atmen, genau. Kriegen Sie dann gut Luft? Oder haben Sie Angst, dass Sie ersticken müssen? Ja. Geht, ne? Mit der Luft geht's ganz eigentlich. Ruhig. Ne? Ganz, ganz ruhig. Haben Sie Schmerzen? Ja, so. Gut. Legen Sie den Kopf mal zurück. Das Problem war, dass der Ring nicht komplett runtergeschluckt werden konnte, sondern eben auf halber Strecke in der Speiseröhre stecken blieb. Und das ist ein sehr übles Fremdkörpergefühl, wo man natürlich Panik bekommt. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Ring irgendwo feststeckt oder ist er durch sozusagen? Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist hier irgendwo. Ja. Dann würde ich vorschlagen, dass wir eine Magenspiegelung machen, mhm. Ja, und gucken, dass wir einfach sehen und wieder rausziehen. Mhm. Das ist normal kein Problem. Wir müssen sie auf die linke Seite legen, damit, wenn er im Magen ist, nicht in den Darm abhaut, sozusagen. Ja. Ich müsste mal mit dem Internisten sprechen darüber. Ja, dann legen Sie sich einmal auf, legen sie auf die linke Seite rüber. Ganz am Anfang war nicht klar, was das Problem der Patientin ist, ob sie sich verschluckt hat, wie man so schön sagt, dass sie was in die Luftröhre bekommen hat, oder ob sie etwas runtergeschluckt hat, dass es in der Speiseröhre ist. Es hat sich aber nach kurzer Zeit herausgestellt, dass es wohl ein Fremdkörper in der Speiseröhre sein muss. Den kann man auf dem Wege der Magenspiegelung wieder bergen und dafür ist der Internist erforderlich. Ja, ich würde jetzt, weil wir ein bisschen Zeitdruck haben dabei, ja, nicht, dass der halt eben in den Darmtrakt verschwindet, würde ich jetzt, so schnell es geht, diese Magenspiegelung machen. Also auch ohne größere Formalien, sondern das notfallmäßig machen, dann kann man das auch so machen. Ja? Spreche ich mit dem Kollegen, dass er sie gleich übernimmt und gleich reinguckt. Also wir gucken, dass wir den Internisten erreichen, dass wir die... Ich muss mal eben gucken gehen, wo der ist. Ich krieg den nicht ans Telefon. Ja, dann gehen wir auf die Station. Beeil mich. Ich muss meine Schwester anrufen. Der Ring muss entfernt werden, bevor er weiter durch den Körper der jungen Frau wandert. Die spitze Einfassung des Verlobungsrings könnte sonst die Speiseröhre, den Magen oder auch den Darm schwer verletzen. Die Formalien mit Aufklärungsgesprächen und so weiter machen wir, weil es ein Notfall ist, nicht. Ja? Ich gebe Ihnen noch mal zu. Ja, es ist nicht viel Blut, das ist nicht so dramatisch. Du bist was verletzt worden. Wahrscheinlich, deswegen gucken wir ja rein, um es rauszukriegen. Es war ein großer Stein. Ja, ist schon... Hallo. Die junge Dame hat im Rahmen eines Heiratsantrags ein Glas Sekt getrunken, in dem ein Ring versteckt war. Den Ring hat sie verschluckt. Ja. Wohl ein Brillantring, der irgendwie scharfkantig ist. Deswegen hat sie wahrscheinlich eine Verletzung irgendwo im Rachen oder in der Speiseröhre. Und sie hat das Gefühl, das Ganze steckt fest. Deswegen haben sie es auf die linke Seite gelegt. Und ich wollte dich bitten, ob du sie kurzfristig gastroskopisch von dem Ring befreien kannst. Das wollen wir doch mal machen. Na? Wenn man den Verdacht hat, dass ein Fremdkörper verschluckt wurde, der normalerweise auch eher durch den Magen seinen natürlichen Weg nach draußen finden würde, ist es wichtig, wenn dieser Fremdkörper noch höher feststeckt, in diesem Fall in der Speiseröhre, diesen möglichst schnell zu entfernen. Das macht man mit Hilfe einer Gastroskopie. Das heißt, man geht mit einem Endoskop in die Speiseröhre hinein und versucht, dort den Ring zu greifen. Machen wir ohne Aufklärung, weil es ein Notfall ist. Ist im Grunde alles vorbesprochen. Kannst direkt mitnehmen und sedieren und los. Ja. Der begleitende junge Mann war sicherlich aufgrund der Situation aufgeregt und war auch ein bisschen verschwitzt. Da haben wir uns zunächst nichts bei gedacht, weil er eigentlich angesichts der Situation aufgeregt sein konnte. Was ist denn mit Ihnen los? Ich glaube, der kippt um. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit uns mit. Wollen Sie mal mitkommen? Kommen Sie mal noch mal mit rein. Einmal auf die Liege. So. Einmal da drauf. So, legen Sie sich mal drauf. Was ist denn mit seiner Freundin? So. Kleinen Moment. Wer sind Sie? Ich bin die Schwester, er hat mich angerufen gerade. Als die Patientin zur Endoskopie abtransportiert wurde, hat dann der Freund der Patientin auffällige Zuckungen bekommen, bis hin zum richtigen Krampfanfall.
Da konnten wir uns zunächst keinen Reim drauf machen. Wir haben ihn dann in den Schockraum genommen. Können Sie mir kurz ein bisschen zur Seite? Was ist denn los mit Ihnen? Hm? Ich mal ankam, machst du mir mal die Schale? Alvin? Hey, meine Finger. Einmal eben zur Seite. Und Sie sind seine Schwester? Ja, er hat mich gerade angerufben, weil es seiner Freundin schlecht ja. ging. Oh mein Gott, was hat er denn? Hat er irgendein Krampfleiden? Was Epilepsie nein, oder sowas nein, in der Richtung? Eigentlich nicht. Er hat seiner Freundin ein Essen gemacht. Er wollte ihr einen Heiratsantrag machen. Ja. Ich weiß nicht. Aber hast du was Falsches gegessen? Oh, oder Sie mal, was gegeben? Sie mal ganz kurz. Ganz ruhig. Der Patient hat sich zunächst so präsentiert, dass wir annehmen mussten, dass er ein zerebrales Krampfleiden hat, wie eine Epilepsie beispielsweise. Davon war der Schwester, die dann dazu kam, aber nichts bekannt. Es könnte ein Vergiftungszustand gewesen sein, zum Beispiel Lebensmittelvergiftung oder eine Drogeneinnahme. Ganz ruhig. Das sieht ja vollkommen aus. Ja. Soll ich die Beruhigung? Mal 5 Stunden, komm auf. So. So, dann müssen wir Zugang legen. Ganz ruhig. Der fällt uns gleich da runter. Ja. Halt ihr mal oben fest, dann fällt die Beine mit. Ja. Ist gut, ist einmal gut. Nach oben. So. Ganz ruhig. Das Medikament hilft, den Patienten zu beruhigen. Aber wenn der Arzt nicht herausfindet, was der junge Mann zu sich genommen hat, kann er ihm nicht wirklich helfen. So. Wird besser? So ist ja. besser. Okay. Ich ein bisschen drauf. Okay. Können Sie mir jetzt sagen, was los ist, bitte? Das müssen wir jetzt auch erstmal herausfinden. Das ist jetzt gerade für uns auch schwierig, weil er bis eben. Weil er bis eben gerade noch ansprechbar und in Ordnung war. Er konnte uns auch ganz genau erklären, was. Was Freundin. Wissen Sie denn über dieses Essen? Kann ja sein, dass es eine Lebensmittelvergiftung ist zum Beispiel, ne? Aber er hat mir Fotos geschickt von dem Essen, wenn... Ich ein Stück weiß Pflaster mal drauf. Wollen Sie mal gucken? Vielleicht? Ja. Hier, ich weiß nicht, ob ich drauf erkennen kann. Ja, ein bisschen größer machen? Vielleicht irgendwas ist schlecht geworden. Danke. Ich weiß auch nicht. Ich meine, er kocht ja nicht zum ersten Mal auch und... Was sind denn das für Blüten da drauf? Kennt ihr schon Pflanzen aus? Ihr kocht doch, ne? Sorry, da bin ich raus. Ich hab echt keinen grünen Daumen. Vielleicht kann seine Freundin es gibt eine Art Kuchenkraut, aber das ist kein Kuchenkraut. Das ist es aber nicht. Die Frage nach dem Essen, das von den beiden eingenommen worden ist, war sozusagen ein Strohhalm, nach dem wir gegriffen haben, um rauszukriegen, was da eigentlich passiert ist. Wir haben auf dem Foto dann gesehen, dass der Salat mit Blumen verziert oder gewürzt war oder Blumen als Beilage hatte. Und da war zunächst nicht klar, worum es sich dabei handelt. Lebensmittelvergiftungen können nicht nur den Magen-Darm-Trakt, sondern auch das Nervensystem beeinträchtigen. Dann drohen Atemprobleme oder ein Herzstillstand. Der Freundin des Patienten geht es dagegen besser. Ihr wurde inzwischen der Verlobungsring aus der Speiseröhre entfernt. Vielleicht kann man eben einen kalten. Kannst du mal rüberkommen? Ja. Er hat hier angefangen zu krampfen. Ja. Und hat schon 10 Milligramm Dormicum inzwischen stationiert bekommen und wird jetzt langsam ruhiger. Ist auffallend bradikard. Ja. Ist kein Krampfleiden bekannt bisher. Die Schwester sagt, er hat halt dieses Essen gemacht für sie. Gehen Sie mal zur Seite, bitte. Genau. Hat ein Foto gezeigt, vielleicht kannst du auch mit drauf gucken. Auf dem Foto sind irgendwelche Blüten mit drauf. Ja. Können Sie uns das Bild noch mal zeigen? Aber was ist denn mit ihm? Hier. Also schön aussehen tut's ja. Ja, aber das ist. Hast du auch gegessen davon? Ich hab Fleisch gegessen. Der hatte einkaufen und dann. Rittersporn ist eine giftige Pflanze, die Veränderungen am Nervensystem macht und Veränderungen an der Herzfrequenz macht. Bei diesem Patienten waren die Veränderungen des Nervensystems offensichtlich. Er hat diesen Krampfanfall gehabt und diese Zuckungen. Und die Herzfrequenz war auffallend langsam. Dafür, dass er so agitiert war und sich so viel bewegt hat und schon anfing zu schwitzen unter diesem körperlichen Stress, war er mit der Herzfrequenz von 60 auffallend langsam. Wie viel hat er denn davon gegessen? Er hat den Salat aufgegessen. Ich weiß nicht, wie viele da drauf waren. So drei Blüten. Das waren ja mehrere, ich weiß nicht. Ja. Dann würde es ja auch erklären, wo man radikal ist. Ne? Also es ist halt schon so, dass sich einige Veränderungen bei ihm abspielen, von der Herzfrequenz her und von diesem Kampfzustand und so weiter. Deswegen haben wir jetzt erstmal ihn runterberuhigt, sozusagen, mit dem Medikament. Wir werden ihn gleich auf die Intensivstation bringen, dass er überwacht wird. Und ich muss mit der Giftnotrufzentrale telefonieren, um rauszukriegen, was, wenn es den Rittersporn war, was man da noch im Einzelnen beachten muss. Ist denn schon aktiv Kohle drin? Nee. Dann wollen wir machen direkt, ne? Wird er denn wieder gesund? Ist ein bisschen platt, ne? Also schlucken kann er jetzt nicht, definitiv nicht.
Der junge Mann tut mir halt leid. Er hat sich viele Gedanken gemacht und sich wirklich viel Mühe gegeben, seiner Freundin den Antrag zu machen. Und jetzt liegen sie halt beide hier in der Notaufnahme und es ist halt noch ungewiss, was passiert. Nach Absprache mit der Giftnotzentrale bekam der junge Mann Elektrolyte und Aktivkohle. Zwei Tage später konnte er die Intensivstation verlassen. Auf der internistischen Station wollen Malte Petersen und Alwin Burger nun nach ihrem Patienten sehen. Guten Tag. Guten Tag zusammen. Sieht ja schon wieder viel besser aus. Ja. Ja. Berühmte Gesichter. Ja, doch. Ja, von dieser bescheuerten Geschichte. Das ist ja sehr Wahnsinn. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Ja, nee, alles in Ordnung. Ich kriege wieder gut Luft. Ich spüre alles. Ich höre alles. Keine Zuckung mehr. Ja, letzten Endes haben sie sich eine Vergiftung zugezogen, indem sie diese Pflanze gegessen haben. Und wir haben ihnen dann auf dem Weg zur Intensivstation noch Aktivkohle gegeben. Das ist so ein Mittel mit einer unheimlich großen Oberfläche, um dieses Gift zu absorbieren, damit es eben nicht durch den Magen durchtreten kann und weiter absorbiert werden kann, um das Ganze ein bisschen zu mildern. Okay. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Ja, also Sie haben alles richtig gemacht, weil wenn Sie den Ring nicht verschluckt hätten, hätten wir gar nicht mitbekommen, wie es ihm geht. Ne? So gesehen. Ja, Glück im Unglück. Das ist total irre, was passiert ist. Ne? Es ist auch etwas bizarr, nachdem ich uns beide fast umgebracht habe. Aber trotzdem möchte ich dich fragen, ob du meine Frau werden willst. Auf jeden Fall. Aber beim nächsten Mal koche ich dann, ne? Ja. Danke. Also diese Art und Weise, einen Heiratsantrag zu machen, ist natürlich nicht die übliche Art und Weise. Aber angesichts der Vorgeschichte war es nur passend, dann eben auch im Krankenbett den Antrag offiziell zu wiederholen. Und das ist eine der schönen Seiten unserer Arbeit. Und dann lassen wir Sie ab jetzt messen. Weiter allein. Vielen Dank. Tschüss. Und jetzt machen noch gut. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss, danke. Alles Gute, meine Tschüss. Der frisch Verlobte hat sich nach 6 weiteren Tagen in der Klinik vollständig von der Vergiftung erholt und wurde nach Hause entlassen. Mittlerweile befindet sich das Paar in den Hochzeitsvorbereitungen, bei denen sicherheitshalber keine Blüten auf dem Speiseplan stehen werden.